gerade kein Dach auf dem Haus und heute Nacht hat es leider wieder erwarten geregnet. Wir sind im Erdgeschoss und es ist tatsächlich durch zwei Decken hier durch und steht jetzt hier vor den Fenstern die Suppe. Leider sind auch Materialien nass geworden. Ein bisschen ärgerlich. Was heißt ein bisschen ärgerlich? Ziemlich ärgerlich. Und wenn man die Treppe hochgeht, wird das leider nicht besser. Hier im Haupthaus muss ich mal sagen, ist es noch verkraftbar. Also die nassen Flecken halten sich in Grenzen, was halt super ärgerlich ist, wenn man sich die schon fertig verputzten Wände anguckt. Die sind ziemlich durchnässt. Wir hoffen, dass das jetzt irgendwie wieder trocknet, aber hier, wo die Decke auch schon fertig war, da blättert es langsam los. Da werden wir wahrscheinlich die Decke nochmal komplett neu verputzen müssen. Und unser Outdoor-Rooftop-Pool ist jetzt auch fertig. Hier steht das Wasser bestimmt 3-4 cm tief in den beiden Becken am tiefsten Punkt. Das schaufeln wir jetzt weg, saugen es weg mit dem Nasssauger. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen, damit einfach das schneller wegtrocknet, abtrocknet wieder. Und wir dann einfach getrost weitermachen können. Ich hoffe, in den nächsten Tagen wird es nicht mehr regnen. So, mal wieder so. Wir haben die Kehlbalken vom Dach runtergenommen. Die liegen eigentlich da oben drauf. Die bleiben ja zukünftig sichtbar, deswegen können wir jetzt gerade super dran und der Zimmermann wird die dann wieder neu einbauen für uns. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt schleifen wir die schon ab. Weil wenn das Holz sichtbar ist, dann ist es schön, wenn es nicht abgeranzt und verwittert ist, sondern schön frisch. Und wie man hier sieht, einmal mit einem groben Schleifpapier drüber und das ganze Ding wird wieder richtig schön. Das lohnt sich, kann ich nur empfehlen. Und Markus hat jetzt auch eine richtige schöne Bräunung auf seinem Arm. Kurzes Update zum Dach. Der Dachstuhl auf dem Anbau ist mittlerweile fertig. Das Flachdach von der Gaube kriegt noch entsprechend die Unterkonstruktion, sodass der Dachdecker dann das Abdichten machen kann. Und ich bin gerade hier am oberen Dachstuhl und bin einmal hier lang gegangen, um einfach zu gucken, wie die Kondition des Holzes ist. Und dabei sind mir einige kleinere Löchlein aufgefallen und da war wohl mal ein Holzwurm drin. Dann habe ich mir ein Ziehmesser genommen und habe angefangen, genau an den Stellen, wo der Wurm drin war, einfach mal abzuziehen. An den meisten Stellen sieht es ungefähr so aus. Wir haben hier dieses, keine Ahnung wie es heißt, weiche Holz unter der Rinde direkt. Wie hier oben, da ist noch alte Rinde. Da sind meistens die Käfer oder die Würmer nur ganz bisschen drin. Aber ich habe tatsächlich auch Stellen gefunden, die deutlich anders aussehen. Also hier sieht man auch nochmal, das Loch geht nochmal deutlich tiefer und wenn man sich den Sparren hier anguckt von oben, von der Draufsicht, dann ist das doch deutlich was da weggekommen ist. Genauso sieht es hier drüben aus. Das ist ein Balken, der eigentlich komplett weggefressen wurde. Der muss natürlich dann auch entsprechend voll ausgetauscht werden. Für die Sicht, wie soll das werden? Der Plan war eigentlich, an die ganzen Sparren nochmal eben so eine Aufdoppelung zu machen. Mit einem 4x16er Holz und dadurch bekommen wir noch ein bisschen mehr Dämmtiefe, wie man hier sieht, wenn man den alten Sparren vor dem neuen sieht. Genau, und einfach, dass wir da das Dach noch zusätzlich dämmen können. Genau, so gehe ich jetzt das ganze Dach ab. Jeden Balken gucke ich mir genau an, welchen man austauschen muss und welchen man noch benutzen kann. Sammy ist da unten am Arbeiten. Heute Nacht hat es ziemlich stark geregnet, habt ihr eben schon gesehen. Jetzt trocknet es langsam wieder ab hier, nachdem wir hier alles weggesaugt haben. Ich sitze gerade hier oben, Kaminhöhe. Es geht hier so 10 Meter runter. Und habe jetzt hier diese XPS-Platten, Bauschaum. Die Platten werden jetzt hier auf die Außenwand geklebt, sodass mit den neuen Sparren, die da hinten kommen, das später hier mit den Dachlatten eine bündige Verbindung eingeht und wir
da die Wärmedämmung geleistet haben. Und das hier ist ja die Außendämmung hier an der hinteren Brandwand. Das versuchen wir möglichst zu verbinden, damit das von hinten schon mal halbwegs gut gedämmt ist. Braucht man eigentlich nicht machen bei alten Häusern, bei neuen Häusern ist es vorgeschrieben. Wir machen es hier aber, weil ja, jede Wärmedämmung hilft am Ende Heizkosten zu sparen. Dann da drauf. Wichtig ist, dass hier quasi die Fuge dicht ist. Und so ungefähr sieht der Fusch dann aus, wenn er halb fertig ist. Einmal hier hoch. Schön der ganze Bauschaum. Mmm, lecker.